Ja, hi, liebe Larissa, ich freue mich total. Ich beginne gerade mit einer ganz interessanten Reihe hier auf YouTube und bin mal gespannt, wie sich das so entwickeln wird, weil ja, mit ganz großer Sorge sehe ich seit einiger Zeit die Entwicklung der Frauen und rede schon viele Jahre darüber. Und jetzt ist noch eine Studie erschienen, zu der ich gleich nochmal was sage, also bevor wir da richtig mal reingehen und uns darüber austauschen, muss ich noch mal ganz kurz erzählen, wie ich dich kennengelernt habe und warum du ausgerechnet die erste Frau bist, mit der ich darüber sprechen möchte. Du bist mir so im Kopf geblieben beim letzten Festival der Weiblichkeiten 2020, was wir mitten auch in der Pandemie durchgeführt haben. Es war eine ganz verrückte Situation und auch so schön und nährend für uns alle. Und wir hatten eine ganz tolle Frauenrunde und du hast uns erzählt, als du damals nach Deutschland gekommen bist, vor vielen Jahren, dass du das Gefühl hattest, dass du dich in deiner ganzen Körpersprache, in deiner Weiblichkeit extrem reduzieren musstest. Also so ein bisschen, du verwendest, glaube ich, das Wort abgeschnitten oder irgendwie sowas in der Art. Und viele Frauen, die auch nicht in Deutschland geboren sind, woanders aufgewachsen sind, konnten das bejahen. Also die hatten das gleiche Gefühl, als sie nach Deutschland kamen, dass sie so in ihrer Weiblichkeit reduziert wurden und plötzlich aufpassen mussten, wie sie geflirtet haben, wie sie sich bewegt haben, weil das irgendwie falsch angekommen ist. Und das hat mich sehr traurig gemacht und sehr berührt und ich musste super lange darüber nachdenken und konnte aber dann viele Dinge auch verstehen in meiner Praxis, wenn ich Frauen kennengelernt habe und gespürt habe, in welcher weibliche Mangelsituation, die sich befunden haben. Und das ist mir sehr nahe gegangen. Ja, und auch das, was du in deinem Workshop mit uns Frauen gemacht hast, was du uns ja von deiner brasilianischen Leidenschaft einfach mitgebracht hast, das hat mich sehr berührt. Und ich würde mich freuen, wenn du ganz kurz vielleicht selber was ein bisschen über dich erzählst. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein mit dir. Diese Begegnung wieder, ne, nach dem Festival. Und ja, es ist total schön für mich, darüber zu sprechen. Auch schon seit lange wollte ich noch mehr ein bisschen über meine Erfahrung mit deutschen Frauen teilen, weil ich glaube, es ist wie ein Austausch, ne? Ich bekomme ganz viel auch von Deutschland, von der Erfahrung von Frauen und ich habe das Gefühl, ich kann auch ganz viel geben, so von meiner eigenen Erfahrung aus Brasilien und so weiter. Und ja, also ich komme aus Brasilien, wie du gesagt hast. Ich habe in den letzten 12 Jahren in Deutschland gelebt. Eigentlich die Familie von meinem Vater kommt aus Deutschland, also ich bin halb deutsch, obwohl meine Eltern in Brasilien geboren sind, aber ich spüre das sehr in der Familie, so dieser Einfluss. Deswegen nach Deutschland zu kommen, war schon so. Ich konnte was erkennen, auch was ich schon kannte zu Hause, aber nicht wirklich greifen konnte. Und ich habe mich irgendwie schon nah gefühlt zu dieser Kultur auf irgendwelche Art und Weise. Und ja, als ich angekommen bin, es war schon das, was ich erzählt habe in dem Festival. Aber für mich damals, ich war sehr jung, ich war 18. Damals war mir nicht so bewusst, ne? Ich hatte sehr stark in mir ein paar Ängste, die mich davon gehalten haben, mir selber Recht zu geben in manche Situationen. Und dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich passe nicht so rein, ich habe gedacht, das Problem ist mit mir. Und das ist ein bisschen, was ich damals gemacht habe. Ich habe mich selbst unterdrückt in meiner Ausdruck, in meine brasilianische Art und Weise, was hier normal war und in Deutschland so anders angekommen ist. Also ich habe schon gespürt damals, dass man mich manchmal nicht so ernst genommen hat oder mich sehr als süß und lieb bewertet hat, weil ich halt offen in meiner Weiblichkeit war irgendwie und in diese brasilianische weibliche Art und Weise war so. Und ich weiß noch damals, es war sehr schwer für mich, aber ich wollte mich unbedingt anpassen, ich wollte dazugehören. Und dann ich habe angefangen, das kleiner und kleiner zu machen. Und bis ein Moment, und diese Situation und diese Erfahrung war so wichtig für mich,
Deswegen wollte ich das kurz erzählen, weil das hat mich dazu gebracht, diese Arbeit zu machen, was ich heute mache. Weil irgendwann habe ich bemerkt, dass das mich nicht, also ganz zusammengefasst, ne, dass das mich nicht stark gemacht hat, sondern andersrum. Und ich habe angefangen, tiefer da reinzugehen, um diese Weiblichkeit anders zu bewerten, also das neu kennenzulernen, was ich damals hatte, und die anderen beizubringen, dass das nicht schwach war, weil ich das in mir entdeckt habe. Nein, das ist meine Stärke und das ist schön und das bringt mir Genuss. Ich mache das für niemanden sonst, so, ne? Und das war so ein bisschen diesen Prozess, was noch stärker für mich gemacht hat, diese Erfahrung in Deutschland, ne? Von halt, ja, man begrenzt sich, man schneidet das ab, um halt nicht schwach zu sein, aber dadurch hält man sich weg von Sachen, die wichtig sind, von Eigenschaften, die eigentlich sehr hilfreich sein konnten, so, oder schön oder kraftvoll, ne? Und das war ein bisschen meine Erfahrung. Und ich habe angefangen, die Arbeit mit Frauen zu machen. Ich habe damals schon Bauchtanz getanzt. Bauchtanz ist ein sehr sinnlicher Tanz. Und ich wollte unbedingt eine Arbeit machen, indem ich mit den Frauen teilen kann, dass dieser Tanz uns selbst stärken kann. Und wir müssen das nicht für jemand anders tanzen. Und weiß, also sogar in Brasilien diese Vorurteil existiert, ja, dass eine Frau Bauchtanz tanzt halt für einen Mann, ne? Wie vielleicht heutzutage noch in arabischen Ländern. Und in Deutschland, ich habe oft so komische Reaktionen gehört von Menschen, als ich gesagt habe, dass ich Bauchtanz tanze, ne? Die haben so entweder mich so geguckt, so Bauchtanz, bitte, so als ob das nicht möglich wäre, oder sie haben mich so angemacht, so Bauchtanz, und sind schon so in eine Richtung, wo ich gedacht habe, was hat das damit zu tun, so, ne? Und ja, und als ich diese Arbeit angefangen habe und meine Schülerinnen tanzen gesehen habe und tiefer reingegangen bin und gelernt habe, meinen Körper zu lieben, wie er ist, und die Schönheit in den anderen Frauen zu sehen, das hat mein Leben ganz transformiert, so. Und dank dieser Erfahrung bin ich hier, wo ich bin eigentlich, ne? Ansonsten würde ich nie dieses Bewusstsein haben dazu. Genau, ein bisschen Ja, dazu. super schön. Kann ich total nachspüren. Also, ich lese auch, ich verfolge dich ja so ein bisschen auf Instagram, wir uns gegenseitig, glaube ich. Und das, was ich spüre, ist halt sehr oft, dass es darum geht, eben die eigene Schönheit zu erkennen, ja, die eigene Weiblichkeit zu erkennen. Und ich glaube, das ist ein Weg, der für uns Frauen super wichtig ist in dieser Zeit, mehr denn je. Er ist schon sehr lange sehr wichtig, aber ist jetzt noch mal so in den letzten 1,5 Jahren noch mal so explodiert. Ja, es braucht jetzt eigentlich, wir spüren halt immer mehr diesen Mangel von uns Frauen und nehmen uns immer weniger Zeit, ja, in unserer eigenen Weiblichkeit zu spüren. Und ich habe schon sehr früh das in meiner Praxis gemerkt, dass immer mehr junge Frauen zu mir in die Praxis kam. Dazu muss ich sagen, ursprünglich ist es in meiner Praxis so gewesen, dass ich eigentlich einen Anteil von 80% Jungs hatte und 20% Mädchen. Also Jungs, ne, also dieses Erkältungskrankheiten, Verhaltensauffälligkeiten und so weiter, das ist halt so ein Thema, was halt vor allen Dingen bei Jungs eben vorkommt, ja. Also das ist, und warum denn eben Mütter, weil es eben auch intensiver auch oft ist bei den Jungs, denn bei mir irgendwann landen. Und da war es schon ganz deutlich zu spüren, es hat einen ganz krassen Wechsel gegeben. Also nicht nur vom Alter, weil ich habe halt natürlich eher jüngere Kinder, ja, Vorschulkinder. Also plötzlich hatte ich eben ältere Kinder und ich hatte vor allen Dingen Frauen, also junge Mädchen, ja, also Teenie-Mädchen oder junge Frauen bei mir. Und ich hatte zum ersten Mal auch die Situation, dass ich auch ein Mädchen ins Krankenhaus einweisen musste, weil sie einfach nichts mehr gegessen hat, also ein junges Mädchen. Und das ist sehr häufig in den letzten Monaten vorgekommen, dass so junge Frauen einfach sehr destruktives Verhalten gezeigt haben, also nicht essen, hier Arme aufritzen, Beine aufritzen, all die ganzen Geschichten.
Und auch die Idee, dass sie vielleicht nicht mehr leben möchten. Ja, das habe ich sehr oft gehört und es hat mich sehr bedrückt. Und dann habe ich kürzlich eine Studie gelesen aus den USA. Die ist veröffentlicht worden, auch vom CDC, also vom Gesundheitsministerium in den USA, dass es eben in den letzten, in dem vergangenen Jahr über 50% mehr Krankenhauseinweisungen von Frauen, von jungen Frauen gab, die eben versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Das fand ich so heftig, vor allem auch im Vergleich zu den Männern. Da war die Steigerung nur bei 2%. Also das ist ja schon ein extremer Unterschied. Und die Experten, die diese Studie erhoben haben, die konnten auch nicht sagen, warum das ist. Also es wurde nicht erfragt in dieser Studie und man konnte sich das auch nicht so richtig erklären. Ja. Und ich habe mich gewundert, dass erstmal der Aufschrei nicht viel größer war hier in Deutschland, weil man kann sich schon vorstellen, wenn es in den USA so ist, dass es vielleicht nicht ganz so heftig bei uns in Deutschland ist, aber eben doch schon auch aufgefallen sein muss. Ja. Und es hat halt vielleicht einen Tag ein paar Artikel gegeben und das war es dann. Und das hat mich sehr bedrückt und ich habe immer wieder versucht, mit Menschen darüber zu reden. Ich habe an Medienanstalten Briefe geschickt und habe versucht, halt irgendwie Kontakt zu bekommen. Und ich merke aber, dass dieses Frauenthema ganz, also ist so ein ganz großes Schattenthema bei uns in Deutschland ist. Und es ist politisch von allen Seiten auch ein Schattenthema. Also es ist halt egal, ob von rechts oder von links, du bist mit diesem Frauenthema einfach immer Angriffspunkt. Ja, du bist halt von jedem der Schatten und jeder prügelt auf dich sofort ein, sobald du dieses Frauenthema an die Öffentlichkeit bringst. Und ich finde es einfach total wichtig, dass die Frauen einfach, die auch mit Frauen arbeiten, dass die vielleicht anfangen, in den Austausch zu kommen und die Netzwerke größer werden und wir einfach diesen Frauen auch helfen können, wenn es halt jemand anders macht. Ja, also wir brauchen einfach uns, dass wir uns gegenseitig auf diesem Weg unterstützen. Und ich bin auch gleich fertig mit meiner Ansprache, aber um das noch zu vollenden, wenn man jetzt so diesen großen spirituellen Lehrern folgt, dann ist es ja auch so, dass wir diesen Wandel zu einer humanistischen Welt, ja, zu einer Welt, in der wir eben alle wieder gemeinsam zusammen sind und nicht gespalten sind, nur schaffen können, wenn die Frauen in ihre Fülle kommen. Ja, und wenn ich dann halt höre, ja, was da gerade passiert mit den Frauen, dann weiß ich, das ist höchste Eisenbahn. Also das ist jetzt wirklich wichtig, dass wir einfach ja, dass wir Frauen einfach in unsere Fülle kommen und die Frauen, die so stark belastet sind, dass sie sogar die Idee haben, sich das Leben zu nehmen, dass wir denen einfach helfen und sie mitnehmen. Und da ist so meine erste Frage oder mein erster Impuls, wie nimmst du das wahr? Du hast ja in den letzten Monaten auch Kurse gegeben, du hast auch mit Frauen gearbeitet. Was waren da so deine Erfahrungen? Ja, also, ja, das ist richtig krass, ne? Also ich habe auf jeden Fall einen Unterschied bemerkt, als die Pandemie gestartet hat. Nur die Tatsache, dass ich nicht mehr live unterrichten dürfte oder meine Kreise machen könnte, hat schon einen Unterschied gemacht in Bezug dazu, wie ich meine Schülerinnen fühle und wie sie sich fühlen. Und ne, diese Nähe halt wurde uns weggenommen so. Und diese Nähe wiederherzustellen, war eine Herausforderung für mich online. So, es war nicht so leicht. Und ich habe sehr stark so eine Schwere, eine emotionale Schwere in der Gruppe gespürt, so von Frauen, die viel emotional aufgeladen waren, viel mehr als normal. Ne? Diese Energie zu halten im Raum, in dem Online-Raum, war viel schwerer irgendwie. Und ich habe in dieser Zeit nicht wirklich so einen Kreis gemacht, wo wir darüber ausgetauscht haben. Deswegen kann ich jetzt nur sagen, halt, was ich wahrgenommen habe. Aber ich glaube, es hat uns auf jeden Fall diese Beziehungen gestört, ne? Und Frauen sind sehr beziehungsgesellschaftlichen Wesen sozusagen, ne? Wir brauchen einander, wir brauchen diese Verbindung miteinander, wir brauchen oft, oder ich würde sagen, meisten Frauen so einen Austausch. Wir verarbeiten manchmal, was
emotional in uns geht, dadurch, dass wir das sprechen und dadurch, dass wir uns miteinander austauschen. So, ne? Und ich glaube, das hat sich sehr verändert. Und noch was ich von mir sagen kann, was ich bemerkt habe bei mir, ist, dass irgendwann ich physische Schmerzen hatte, dadurch, dass ich weniger Kontakt mit Menschen hatte. Ich hatte Glück, weil ich meinen Freund kennengelernt habe vor der Pandemie und die Möglichkeit hatte, oft mit ihm zusammen zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass Frauen, die Single waren oder vielleicht nicht so glücklich in einer Beziehung, sehr stark darunter gelitten haben, mit dieser Isolation einfach diese Nähe nicht zu bekommen und auch nicht die Möglichkeit zu haben, irgendwo das sich zu nehmen, so, ne? Weil, und ich werde hier schon bringen, ein paar Unterschiede, ne, zwischen Deutschland und Brasilien von diesem, weil ich glaube, hier spielt das schon eine Rolle. Ich habe sehr stark bemerkt, als ich nach Deutschland gezogen bin, wie die Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen in Deutschland anders sind, ne? Man ist erstmal viel distanzierter, man kommt körperlich nicht so stark näher oder man traut sich nicht oder man will den Space von den anderen nicht übergreifen. Und ich glaube, in Brasilien, das ist ein bisschen anders. Man macht es einfach, man fasst sich an und man kommt näher. Man ja, ist halt näher in Bezug dazu, man ist offener irgendwie. In dieser Art und Weise. Und ich habe mich sehr oft alleine gefühlt in Deutschland vor der Pandemie. Schon vor der Pandemie. Ich habe mich sehr oft alleine gefühlt, weil ich hatte Schwierigkeiten am Anfang Freunde zu machen und Menschen zu finden, die Interesse hatten, halt mit mir befreundet zu sein oder sich für mich zu öffnen. Ja, ich habe das sehr oft in Gruppen von Ausländern gefunden am Anfang. Bis ich angefangen habe zu studieren und Menschen kennenzulernen in meinem Alltag. Und dann ist es natürlich passiert. Aber ich glaube, die Kultur ist schon ein bisschen so eher distanziert. Und es macht meiner Meinung nach und von meiner Erfahrung ein bisschen schwerer für die Menschen, aneinander zu kommen. Und ich habe das Gefühl, viele Menschen in Deutschland sind schon alleine und isoliert. Und ich glaube, die Pandemie hat es nur schlimmer gemacht. Irgendwie. Jetzt allgemein gesprochen von allen Menschen. Und wenn ich an Frauen denke, ja, ich denke schon, dass Frauen irgendwie sich auf jeden Fall brauchen und diesen Austausch brauchen und diese Unterstützung, ne? Wenn wir an Müttern denken mit Kindern. So eine Unterstützung von irgendjemand, weil man wird so überfordert. Und ich habe so oft auch Schülerinnen erlebt, die fertig sind einfach. Die haben gar keine Zeit für sich, weil sie keine Unterstützung haben. Und man hat ein bisschen das Gefühl, man muss alles alleine schaffen und geht nicht. So, ne? Es geht nicht. Man kann das nicht, man muss das nicht. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die so ein Glaubenssatz, die sich da auch verändern musste, um halt diese Gemeinschaft wieder zu aktivieren, so. Irgendeine Art und Weise, weißt du? Ist es in Brasilien anders? Also siehst du da einen großen Unterschied zwischen den deutschen Frauen und den brasilianischen Frauen? Allgemein, ja, ich sehe einen Unterschied. Auf jeden Fall, also in Bezug zur Familie ist ein großer Unterschied, weil die Familie eine große Rolle in Brasilien spielt und die Großmutter spielt eine große Rolle. Ne? Sie ist wichtig. Sie ist dabei einfach, immer so. Aus meiner Erfahrung, meine Großmutter war meine zweite Mutter. Und ohne sie, ich weiß nicht, wie meine Mutter schaffen würde, so. Mit uns. Sie konnte nicht dabei sein, meine Mutter, wir waren mit der Großmutter, weißt du? Und auch gab es noch, weil ja, das Leben in Brasilien ist einfach anders und es gibt oft ein Dienstmädchen oder eine Frau, die bei
uns zu Hause arbeitet. Aber also ich weiß es nicht, ob das in den unteren Schichten auch so existiert, also, ne, weil man braucht schon ein bisschen Geld, um diesen Menschen zu bezahlen. Aber ich weiß, dass in den unteren Schichten es gibt die Nachbarin, es gibt die Freundin, es gibt die Schwester, die Tante, ne? Und man hat stärker diese Unterstützung. Man ist eine Familie, es gehört dazu. Ich bin meine Schwester und ich habe Kinder, die ich nicht belasten will mit meinen Kindern. Es gehört dazu. Weißt du, du bist die Tante. Weißt du? Es ist ein bisschen so und das ist aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Großmutter eine große Rolle spielt. Und ich habe oft Freundinnen gesehen in Deutschland, die das nicht hatten und ich wusste nicht, wie sie das gemacht haben. Und jetzt, meine Mutter ist schon so, freut sich, wenn sie Großmutter wird, weil sie will schon diese Arbeit machen, so, ne? Es gehört dazu. Und das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, den ich merke. Und ja, und in Bezug zu der Körperlichkeit, was für mich eine große Rolle spielt, weil das ist meine Arbeit. Ich merke, dass die Brasilianerinnen eine andere Beziehung haben zu ihrer weiblichen Ausdruckskraft. So. Und ich finde, dass ja, das bringt einem sehr viel Kraft. Weil sie haben schon ja, die Kraft davon, den Power, die dahinter steckt. Und sie benutzen das auch. Sie haben keine Angst, das zu benutzen. Und ich spüre in Deutschland so eine Angst, irgendwo reinzurutschen, wo wir Frauen schon waren und wir bewerten, das war nicht gut. Wir müssen jetzt stark. Wir funktionieren nicht mehr so. Und es sind andere Zeiten. Und dann, man nimmt alles, was dazugehört und schiebt zur Seite. Und hinterfragt gar nicht die Facetten davon. Und warte mal, mich. Wo ist wirklich dieser Punkt, wo ich mein Power verliere oder wo der andere Power über mich hat? Ja, wie kann ich mein Power zurückholen, indem ich mit meinem Körper verbunden bin und vielleicht sogar das mit dem anderen teile, aber verletzlich werde, aber die Kraft davon erkenne. So. Wir sind ein bisschen aus dem Thema rausgekommen, aber ich glaube, das hat auch trotzdem viel damit zu tun, weil wenn eine Frau sich ganz aus ihrer Power weg ist, fühlt sich nichts, existiert nichts. Sie hat das Gefühl, wer bin ich so? Ja, absolut. Das ist total das Thema. Also ich stelle in meinen Erstanalysen, also wenn die Familien oder die Frauen, die Mütter, oft sind es ja die Mütter, die bei mir sind, die kommen oft über ein Thema mit ihren Kindern und dann irgendwann sitzen sie aber alleine bei mir. Und ich stelle dann sehr häufig die Frage, was die sich für sich wünschen. Also was ist ihr persönlicher Wunsch? Und ich erlebe sehr oft, dass die Frauen in Deutschland gar nicht mehr wissen, was sie sich wünschen. Also sie wünschen sich dann Dinge für ihre Kinder oder für ihren Mann oder für ihre gesamte Familie. Aber dieses, was ist eigentlich dein Wunsch? Ja, wo möchtest du hin? Welchen Schatz möchtest du in dir finden? Und da spüre ich sehr oft, dass es da gar keine Beziehung mehr gibt, ja, zu diesem eigenen Frausein. Und es fällt den Frauen sehr schwer, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, was wollen sie eigentlich? Also, wer sind sie überhaupt? Und ja, es gibt ganz viel, was sie von außen hören, wie sie am besten Mutter sein sollen, wie sie am besten die Ehefrau, wie am besten in den Job. Also, da gibt es ganz klare gefühlte Richtlinien, die nirgendwo festgeschrieben sind, aber die sind einfach gesellschaftlich da. Und das fängt schon mit der Schwangerschaft ja an, ja? Also die Frauen sind ja ganz eng durchgetaktet in Deutschland, wie oft sie zum Arzt gehen. Es gibt genaue Tabellen, wie groß das Kind ist und sein darf und wann die Geburt ist. Und dann wenn es zu lange dauert, wird dann die Geburt eingeleitet und dann gibt es da könnten wir ewig drüber reden, ja. Ganz strukturelle Gewalt im Kreißsaal ist ein Riesenthema in Deutschland. Und
Ja, und so geht es immer weiter, ja. Wie lange darfst du stillen? Auf jeden Fall ein halbes Jahr, aber auf keinen Fall länger als ein Jahr. Also es ist ein super enger Verhaltenskorridor, in dem sich die Frauen bewegen. Und da gibt es gar keinen Platz mehr. Wie will ich es eigentlich? Ja, wie möchte ich es eigentlich haben? Und das hat dazu geführt, dass wir ja auch schon vor der Pandemie also sehr viele Frauen einfach haben, die sehr depressiv sind, die ja auch mit so Schwangerschaftsdepressionen und Schwierigkeiten haben, ihr Kind anzunehmen, ja, und einfach in ihrer Kraft zu kommen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, wenn ich keine Verbindung mehr zu mir habe und dann funktioniere ich einfach im Alltag. Und wenn dann aber irgendwas passiert, entweder auf persönlicher Ebene, zum Beispiel ein Unfall oder ich werde stark sehr krank oder jemand anders wird sehr krank oder ich habe einen Pflegefall in der Familie oder wie jetzt auf kollektiver Ebene, dass ich eben eine wirklich gesamtgesellschaftliche Krise habe, dann ist da einfach keine Kraft mehr da, ja? Es ist ja schon alles vorher aufgebraucht gewesen. Also der Akku war ja vorher schon komplett leer. Und ich habe neulich mal gehört, von einer Frau, die sich auch sehr viel damit beschäftigt, die meinte halt, wenn ich im ganz normalen Alltag nicht in der Lage bin, eine Grenze zu ziehen oder meine eigene Grenze überhaupt aufzustellen, dann ist es natürlich in einer Krisensituation völlig unmöglich. Ja, weil ich habe einfach nichts mehr, nach dem ich greifen kann. Und das spüre ich einfach bei sehr vielen Frauen gerade, dass sie einfach nur noch auf Impulse aufnehmen, die sie von außen bekommen und einfach nur noch reagieren. Also gar nicht. Und sie spüren zwar schon, irgendwas stimmt hier nicht und irgendwas will ich anders machen und das mit meinen Kindern. Ich weiß nicht, wie das in Brasilien ist. Das Kinderthema können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Aber hier in Deutschland haben wir ja gerade das Problem, dass unsere Kinderpsychiatrien voll sind. Also wir können im Grunde eigentlich nur noch Kinder in die Psychiatrie einweisen, wenn sie wirklich extrem selbstmordgefährdet sind. Alle Stufen davor sind im Moment nicht werden nicht zu bewältigen, ja. Und da spielen natürlich die Frauen auch eine ganz große Rolle. Und nicht, weil sie schuld sind, sondern wie ist es dazu gekommen, ja? Also weil die Mütter eben auch gar nicht mehr diese Kraft haben, sich vor ihre Kinder zu stellen, ja? Also auch da fehlt halt so diese eigene Angebundenheit zur Weiblichkeit, ja? Und ja, da wäre für mich total spannend zu hören, wie du das, auch wenn du noch keine Mama bist, aber du hast es bestimmt in deinem Bekanntenkreis oder in deinem Freundeskreis erlebt, wie da die Mütter mit der Situation mit den Kindern umgegangen sind. Also ich finde, ich wollte nur was kurz dazu sagen, was du gesagt hast. Ja. Die Situation von den Frauen, weil ich finde so interessant, wie man zum Beispiel hier aus Brasilien ein ganz anderes Bild von den deutschen Frauen hat. Aber und ich glaube gleichzeitig schließt den anderen nicht ab, so ne, dass die deutschen Frauen stark sind, halt und unabhängig. Und diese Unabhängigkeit habe ich auch sehr stark wahrgenommen und gelernt in Deutschland. Und aber genau das führt vielleicht dazu, dass sie alles alleine schaffen müssen oder dass es dazu gekommen ist, gesellschaftlich, dass die Frau alles alleine tragen muss und sie kommen dann in ein Burnout, weil sie schaffen das einfach nicht, weil das überhaupt nicht möglich ist. Ne? Also diese Unabhängigkeit, ich bin stark und ich schaffe alles und ich brauche niemanden dafür, hat genau das provoziert irgendwie diese Situation. Ja, also wenn ich an den Müttern denke, ich denke an einen Park, wo neben meine Wohnung in Berlin, wo ich immer joggen gegangen bin. Und ich bin sehr oft da joggen und spazieren gegangen und ich habe sehr oft Müttern also junge Frauen mit Kinderwagen gesehen, die alleine waren. Und ich weiß noch, in einem bestimmten Moment, wo es öfters passiert ist, dass ich gedacht habe, keine Ahnung, ich hatte so ein Gefühl, sie sind so alleine dem Kind und mit dem Baby. Und ich glaube, es war offensichtlich so ein Kind nur, was sie hatten, weil viele waren sehr jung und das Baby war noch klein.
Und ich habe auch eine sehr gute Freundin, die viele Kinder hat. Und ich erlebe mit ihr halt die Überforderung von, ja, davon halt, von ihrem Leben. Und ich finde, ich habe so viel von ihr gelernt und ich fühle mich so ich habe so ein Glück, dass ich diese Freundschaft habe, weil ich weiß, wenn ich Kinder haben werde, ich habe diese Erfahrung schon irgendwie gemacht, dadurch, dass sie alles erzählt hat. Und ich finde, so selten wird darüber gesprochen und ausgetauscht. Und ich glaube, diese Gemeinschaft ist total wichtig, wenn es dazu kommt. Es ist so wichtig, eine Gemeinschaft, einen Austausch. Und ich glaube schon, dass die Frauen alleine sind. Es wird wenig gesprochen, wenig ausgedruckt. Und die Kinder werden zum Spiegel davon. Bringen das raus, was existiert, aber nicht rausgesprochen wird, kommuniziert, verarbeitet wird irgendwie. Wenn wir über diese Kinder sprechen, die in der Psychiatrie sind. Ich habe sogar schon gehört, auch, dass, ich weiß nicht, wer mir erzählt hat, dass ein Kind ist zum Therapeut gegangen und die Eltern haben gesagt, er ist sehr problematisch und er hat viele Probleme und es muss irgendwas gemacht werden. Und der Therapeut hat gesagt, ich möchte nicht mit den Kindern sprechen, sondern mit den Eltern halt, ne? Also die Eltern brauchen halt Therapie. Und ich glaube schon irgendwie, dass die Kinder irgendwie ein Spiegel sind davon. Und ich glaube schon auch, dass eine große Rolle spielt, die Beziehungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem Fall. Was ich sehe Frauen auch wie emotionale Säulen, weißt du? So emotionale Säulen, die irgendwie das alles tragen können. Und wenn diese emotionale Säule nicht fest ist und nicht tragen kann, fällt das ganze System runter. Ja, genau das ist das Thema. Na, also eine Säule, emotionale Säule finde ich ein ganz schönes Bild. Ich habe auch schon das Bild von einem Kollegen gehört, der hat gesagt, die Mutter in der Familie ist wie die Sonne. Ja, und das ist alles dreht sich im Grunde. Ja, und wenn diese Sonne nicht strahlt, dann merkt man es eben auch an den anderen Familienmitgliedern. Also ich kann das auch in meiner eigenen Familie auch so sagen. Ja, das ist so, dass ganz viel von meiner Stimmung einfach im Familiensystem halt transportiert wird irgendwie und auch aufgenommen wird. Und ja, und ich glaube, dass es wichtig ist, auch das zu verstehen, gesamtgesellschaftlich, dass die Frauen, es geht nicht darum, die Frauen irgendwie in einen Extra zu stellen, ja, oder eine Frauenquote zu machen oder irgendwas für Frauen zu machen speziell, sondern es geht darum, halt diese Stellung in der Gesellschaft einfach wahrzunehmen. Und die Frauen ja, zu unterstützen auf eine Weise, nicht weil sie so besonders sind oder besondere Unterstützung benötigen, sondern weil sie eben so eine wichtige Stellung in diesem ganzen gesellschaftlichen System haben. Und wenn die Frauen dann so im Mangel sind, dass sie so depressiv werden oder sogar das Leben nehmen wollen, dann ist es auch ein Spiegel unserer gesamten Gesellschaft im Grunde, ja. Und das zu verstehen, finde ich jetzt wahnsinnig wichtig für uns alle. Und ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dass du wenn du an Brasilien denkst, da gibt es viel mehr die Gemeinschaft und dass halt die Großmutter eine große Rolle spielt, ja. Und dass ja die Tanten und Familienmitglieder ganz natürlich für die Kinder da sind. Und das ist ja etwas, was wir uns in Deutschland gerade wieder so ganz langsam erarbeiten, ja. Was so jetzt so ganz langsam zu uns zurückkommt, dass wir wieder Gemeinschaften bilden, dass wir wieder über Großmütter reden, dass wir auch mal eine Großmutter auch mal fragen. Ja, das ist ja in Deutschland nicht mehr gang und gäbe, dass wir halt also da ist es ja eher so, dass die jungen Frauen es eigentlich immer besser wissen und gar nicht ihre Großmütter fragen. Und dabei wäre es ja so sinnvoll, ja, die einfach die Großmütter zu fragen, wie es ihnen so geht und was sie so erlebt haben und was sie weitergeben können. Das finde ich total spannend. Und da entwickeln wir uns gerade erst wieder, man könnte fast sagen, zurück, ja. Eigentlich kommen wir ja da alle her.
Und ich habe gerade gelesen, so einen schönen Satz, wir müssen wieder unsere eigenen indigenen Wurzeln entdecken. Und das fand ich so schön, weil da geht es eben drum, ja, dieses ganze, diesen ganzen Irrweg, den wir teilweise gegangen sind, und der, in dieser Separation, in der wir jetzt gelandet sind, was du so schön beschrieben hast, ja, dass wir hier in Deutschland der Meinung sind, wir müssen immer alles alleine schaffen. Und sobald wir irgendwo um Hilfe fragen, ist es ein Zeichen von Schwäche. Dass wir Ja. das schaffen, wieder da aufzulösen, könnte vielleicht ein Weg sein, ja, dass dieses Vernetzen, was aber jetzt auch schon in der Zeit ja wieder stattgefunden hat, ja, dass wir einfach lernen, uns gegenseitig mit unseren Kompetenzen zu unterstützen. Genau, ja. Die Frage ist halt nur, wie bekommen wir das eben in, auf eine große öffentliche Plattform? Also, weißt du, ich habe so das Gefühl, es bleibt so in unseren Kreisen. Ich verstehe dich. Ja, und jedes Mal, wenn wir Seminare geben oder das wirst du ja auch feststellen, wenn durch Zufall eine Frau von außen kommt, die vielleicht noch gar keine Berührung hatte, dann merkt man plötzlich, wie die erblühen, ja, wie eine Blume, die aufgeht und wie, was für eine Begeisterung plötzlich da ist, was für eine Fülle in diese Menschen kommt. Das sind ja nicht nur Frauen, die auch in meine Seminare kommen, sondern auch Männer. Aber man merkt halt so richtig, wenn sie das erste Mal so etwas mitgemacht haben, ja, so ein Kreis, so ein Austausch mit viel Berührung und sehr viel Wertschätzung, dann spürt man, wie in wirklich wenigen Stunden, wie viel da passieren kann. Also wie viel plötzlich Leben, Lebendigkeit in diesen Menschen zurückkehrt. Und da ist so meine Frage, wie kann der Weg sein dahin, dass wir die Menschen, die Frauen erreichen, denen es jetzt gerade so schlecht geht? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es bleibt, wir leben so irgendwie in einer Bubble, ne? So auch im Ich bin nicht in Deutschland jetzt, aber ich spüre das so, weil es gibt schon so viel, ich sehe so viele Frauen, die zeigen, wie ihren Körper natürlich ist, die lernen damit umzugehen, die teilen das mit anderen und man denkt manchmal, die Welt ist so jetzt, so, ne? Merkt man, nein, es ist nicht, es ist wirklich nur ein kleiner Anteil und es gibt noch so viel zu tun halt und ich glaube ich glaube dieser Weg ist wie eine Domino-Effekt irgendwie so. Muss irgendwie Frauen inspirieren, die auch noch eine Arbeit machen, die fähig sind, andere Frauen zu erreichen, weil bestimmt die Frauen, die ich erreiche, sind nicht dieselbe Frauen, die du erreichst, weil wir unterschiedlich sind. Wir ziehen andere Frauen an. Und ich glaube, je mehr Frauen so eine Arbeit machen und sich sicher fühlen in so eine Position, in eine Führungsposition, desto mehr Frauen können wir erreichen, irgendwie, weil ich glaube, eine Frau, obwohl jetzt online alles möglich ist, viele, viele Menschen erreichen, aber es ist schon begrenzt für eine Frau, den ganzen Arbeit zu machen. Und ich glaube, je mehr Kreise, die wir haben, hier und da, je mehr Frauen wir inspirieren, die eine andere Sprache benutzen, um in eine bestimmte Szene zu reden, wird es sich weiterentwickeln, weil was ich merke, ist, dass manchmal zum Beispiel so ein Festival der Weiblichkeiten ist so wichtig, aber es gibt viele Frauen, die sich nicht direkt mit diesem Festival identifizieren. Und es vielleicht eine andere Frau brauchen, die das auf eine andere Art und Weise macht, trotzdem mit derselben Intention, na, und hier ist halt diese weibliche Eigenschaften neu zu bewerten und sich dafür zu öffnen, dann könnte sie dann diese andere Frauen erreichen. Ich sehe, dass dieser Prozess schon das Ziel ist irgendwie. Weißt du, was ich meine? Dass dadurch, dass diese Transformation passiert, die Transformation ist das Ziel halt. Wir werden schon diese Schwierigkeiten von diesen Frauen, diesen Problemen lösen können und dadurch in die Transformation gehen auch gleich. Weil nur wenn wir durch diese Transformation gehen, können wir das mit anderen teilen. Also diese Transformation muss in jeder Frau passieren, irgendwie. Und
Vielleicht ist es schon, also es ist schon sehr schwer, dass diese Situation jetzt von diesen jungen Frauen so ist, dass mehr Depression ist, dass mehr Suizid-Situationen sind. Aber ich glaube, das ist auch ein Zeichen dazu, dass es verändert sich. Weißt du, das passiert was. Es geht nicht mehr so. Es geht nicht mehr. Wir können nicht mehr so leben, wie es war. Weil ich glaube, viel schlimmer ist, wenn wir durchhalten und es bleibt alles so gleich. Ja. Man merkt gar nicht und man wird alt und man stirbt und nichts verändert sich so, ne? Ja. Und jetzt ist es so wie eine Spitze von, alles explodiert, in Ja. eine kollektive Ebene, in eine individuelle Ebene, um diese Transformation zu möglich zu machen. Und natürlich ist wichtig, dass die Unterstützung, so Menschen da sind, Frauen da sind, wie du, die diese Arbeit machen, die da eine, die richtige Unterstützung geben können, ne? Und nicht versuchen, irgendwie die Frauen zu reparieren. Ja, Warte mal, ja. lass uns das reparieren, sondern was auch sehr zu der weibliche Eigenschaft gehört. Lass uns reinschauen. Was ist das, diese Schatten? Ja. Wie Schatten die Transformation bringen? Es ist okay und es ist gut, dass es so ist, weil das bringt dich dahin. Lass uns da reinschauen, ne? Und nicht versuchen, das wegzuschieben. Ja, und es ist genau, das ist total wichtig, dass die Frauen, die diese Arbeit machen, dass sie jetzt vielleicht mehr noch denn je nach draußen gehen, auch mit ihren Botschaften, dass sie sich auch trauen, ja, mutig sind und sich trauen, einfach nach draußen zu gehen, um die Frauen auch zu erreichen, ja. Weil, wie du schon sagst, sie sind so in unserer Parallelwelt, in unserer Bubble und gehen da gerne nach draußen, weil wir wissen, dort ist unser Publikum und da können wir uns zeigen und da finden wir die Frauen, die uns zuhören und die gerne mit uns sind. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch sehr wichtig, in dieser Zeit eben auch nach draußen zu gehen, wenn wir vielleicht nicht in unserer Komfortzone sind und unser Publikum haben, sondern wenn wir vielleicht auch in einem ganz anderen Setting gerade vielleicht sind. Ja, und uns auch da zeigen mit dem, was wir so auf die Welt gebracht haben und womit wir gerade gehen. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz schöne Botschaft, die gerade so für mich als Impuls gekommen ist, dass wir ja auch mutig sein müssen in dieser Zeit. Das ist so gut, das ist so inspirierend jetzt. Ich bin so dankbar für unser Gespräch jetzt, weil manchmal es passiert mit mir, weißt du, dass ich das Gefühl habe, oh, ich weiß gar nicht, ob Frauen sich für meine Arbeit interessieren würden, weißt du, ob das wichtig ist, weißt du. Und jetzt durch unser Gespräch, ich denke mir so, oh mein Gott, ich muss einfach rausgehen und das weitermachen und dabei bleiben. Und es ist doch wichtig und dieser Mut ist halt wichtig, rauszugehen und das zu machen, Ja, jede von uns ist jetzt wichtig, total. Also jede Frau zählt. Ja, jede Frau mit einer Botschaft zählt gerade. Ja. Ja, ich glaube, Larissa, so würde ich es erstmal stehen lassen jetzt gerade und gucken, was jetzt so passiert. Vielleicht sprechen wir uns einfach nochmal in ein paar Wochen oder Monaten. Bestimmt sehen wir uns auch beim nächsten Festival der Weiblichkeiten. Auf Und jeden ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mich sehr berührt, mit dir zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir erstmal alles Gute, jetzt erstmal in Brasilien, aber du kommst ja bald wieder nach Deutschland für ein paar Wochen wahrscheinlich. Und ja, vielen Dank. danke dir, meine Liebe. Danke für die Einladung und für diese Möglichkeit. Es hat mich auch sehr gefreut, mich mit dir auszutauschen. Danke. Schön. Bis dann. Ciao. Genau.